ausschaue. Ich sehe nicht, wie ich ausschaue. Ja, die frage ich gar nicht. Du sagst immer okay und dann weißt du, wie ich ausschaue. What? Das ist so. Immer wenn du ein Foto von mir machst, dann sehe ich erst am Bild, dass meine Haare da wegstehen oder meine Hose so. Du musst nicht nur auf den Knopf drücken, sondern auch gucken. Passt alles. Ah. Du bist Fotograf, Stylist, Settingmeister. You know what I mean? Ich dachte, ich muss auf den Knopf drücken. Guckst du mit? Warte. Also. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Ich vlogge jetzt mit meinem Handy. Ich habe zwar eine Kamera dabei, aber ich habe keine SD-Karte reingesteckt, bevor ich losgefahren bin. Hier super, macht aber nichts. Wir sind jetzt auf dem Weg und zwar zum Smith Toys, weil die Luisa hat in 2 Tagen Geburtstag und wir brauchen ein paar kleine Geschenke für die kleine Maus. Und deswegen ja, sind wir jetzt ganz früh losgefahren, ganz früh. Also wir haben jetzt zu Hause noch ein bisschen sauber gemacht, ein bisschen Staub gesaugt und ja, haben uns dann auf die Socken gemacht, damit wir auch es rechtzeitig wieder nach Hause schaffen, weil die Kinder kommen ja, ja, wenn wir dann abholen, Schule, Kindergarten und so weiter. Und ja, sonst gibt es nicht viel zum Erzählen. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Vlog. Na, so, wir sind jetzt schon beim Smith Toys und haben eigentlich schon einige Sachen gefunden. Überlegen, soll ich das jetzt noch nehmen oder was sagst du, Schätze? Na, das gefällt dir auch. Das ist ja bestimmt. Was ist das? Eine Aromadiffuser. Das ist eine Aera. Ja, wahrscheinlich. Okay. Philipp. Was macht der Philipp mit dir? Wenn meine Maske schon kaputt gemacht, jetzt zieht sie wieder runter. No Blätti, no Blätti. Was ist denn das für das Aqua Gel? Na, ich glaube, da fährst du wieder zu. Ungeduldig, oder? Das mit dem Anwender zu machen. Nein, das ist nichts für die Luisa. Soll ich das nehmen mit dem Stecken oder eher nicht? Soll ich lieber Bügelperlen nehmen? Oder dann mit Pepperbutz zum Anmalen? Na, das ist die Luisa. Das wäre was für eher was für die Lara. Die Luisa ist da nicht so die Geduldige jetzt. Noch zum Stecken? Ja. Oder mit Pepper? Ja, dann. Bügelperlen. Ja, aber. Ja, da kann sie sich alleine lesen. Okay. Dann machen wir den Bügel lesen nicht. So, schauen wir weiter. So, meine Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Es musste nämlich jetzt ganz, ganz schnell gehen, weil wir die Spielsachen, also die Geschenke für Luisa, schnell noch nach Hause fahren mussten und dann erst die Kinder vom Kindergarten holen. Ja, also die sind jetzt im Wohnzimmer, Lara und viele Kinder, ich weiß nicht, wie sie heißen. Also die Lara und die Luisa sind jetzt im Wohnzimmer und spielen. Ich koche jetzt noch schnell was zum Mittag, weil es hatte ich keine Zeit. Also bei uns ist es so, man muss sich wirklich entscheiden, was macht man jetzt? Putzt man? Macht man irgendwelche Besorgungen? Oder kocht man? Das ist wirklich so ein bisschen stressig. Aber wir mussten heute halt wirklich die Sachen kaufen. Ja, egal. Ich bin jetzt einfach beim Kochen. Ich mache jetzt gerade Püree im Thermomix. Ich habe jetzt gerade meinen Peeler genutzt. Ich habe so eine, diese Messerabdeckung vom, und habe jetzt die Kartoffeln geschält und koche jetzt gerade. Die Sachen haben wir natürlich gut versteckt und wir haben einen Spontankauf gemacht. Wir haben nämlich noch was mitgenommen und zwar haben wir so ein Lauflerndings da für den Kleinen mitgenommen. Eigentlich wollte ich mir das beim Philipp jetzt gar nicht mehr holen, weil wir hatten das für Patrick, für Michelle und für Lara. Die haben das geliebt. Die Luisa hatte auch eins. Die Luisa fand es aber nicht so cool. Die ist dann fast nie da drin gestanden. Ich weiß, über das trennen sich immer die Meinungen. Ja, nicht gut. Tatsächlich ist es nicht gut, wenn man das Kind da stundenlang drinnen sitzt. Aber wenn man so, ja, weiß ich nicht, so 15 bis 20 Minuten mal das Kind da drin herumtoben lässt und herumfahren lässt. Und vor allem sollte das Kind natürlich im besten Fall schon sitzen können. Ich darf jetzt nicht so lange herumlabern. Der Kleine wird schon unruhig. Der Papa badet nämlich gerade die Hunde. Die waren jetzt nämlich draußen im Garten und sind gatschig. Oh. Au, 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 au. Au, 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 au. Kriege ich einen Buschi?
Philipp ist gestern 10 Monate alt geworden. Kennt ihr den vorteilen? Und das, so schöne Blumen, seht ihr die da hinten? Die habe ich nicht von meinem Mann bekommen, sondern von einer lieben, langjährigen Zuschauerin, wo der Papa gestern eine Hühlervorführung hatte. Die war so lieb, die hat uns Blumen für mich mitgegeben und Geschenke für die Kinder und für die Hunde. Sind ja auch unsere Kinder, gell? Die ist so eine liebe Familie, wirklich. Ich muss jetzt kochen. Die Mama ist mal kurz alleine und wir zwei, wir gehen mal das Zeug zusammenbauen. Und schauen wir mal, ob das wieder reinpasst. Du großer Mann. Ich glaube, da hat nicht nur der Film Spaß, sondern die Lara auch. Das ist aber eine tolle Beschäftigung. Die Michelle ist auch schon von der Schule gekommen und das Essen ist gerade fertig geworden. Wir müssen auf jeden Fall jetzt zügig essen. Der Papa und die Michelle haben dann später noch einen Termin beim Hautarzt mit der Michelle. Und deswegen müssen wir jetzt essen und dann ja, schauen wir mal, wie wir tun. Nicht so grob. Ey, meine Kameraabdeckung. Warum du? Der schmiert der Püree da drauf. Sehr gut. Schätze, er schmiert der Püree da drauf. Danke, brauche ich eh nicht hier Püree. Nein, aber der Kamera war ja auch kein Püree. Nein. Meine zwei Mädels machen ihre Hausaufgaben hier zusammen. Und, Moment. Wieso sagt mir keiner, dass meine Haare so aussehen? Danke, Michelle. Ich bin ein Einhorn. Das ist auch so ein Einhorn. Dankeschön. Ja, ist jetzt auch nicht gerade besser, aber geht. Die Luisa ist jetzt Mittagsschläfchen machen. Und dieser kleine Mann hier wird jetzt auch gleich Mittagsschläfchen machen. Naja, den jetzt gleich rüberbringen zum Schlafen. Und ja. Mittagsruhe.
meine Lieben. Heute ist Freitag, heute ist Luisas Geburtstag. Luisa ist gerade aktuell nicht zu Hause. Aber ich muss euch kurz was erzählen, weil nach dieser letzten Szene, die ihr da gesehen habt am Mittwoch, ging es einfach nur mehr bergab. Die Luisa hatte sich ja hingelegt zum Schlafen in ihr Zimmer und danach kam sie so circa eine halbe Stunde raus, voll angespieben. Sie hat sich leider voll, ja, im Bett komplett einen Brechreiz bekommen. Und ja, jetzt hat sie dann den ganzen Tag in der Nacht, ja, mehrmals gebrochen, hat halt irgendwie so Brechdurchfall bekommen, irgendwie angesteckt im Kindergarten mal wieder, weil das war ja auch im Kindergarten der Fall, dass da ein paar kranke Kinder da waren. Und müsst ihr euch vorstellen, ihr kennt, als Mamas wisst ihr, wie das ist, ne? Da rennt die Waschmaschine in der Natur und man ist eigentlich nur ausgebrannt. Es war einfach nicht so schön. Aber jetzt geht's ihr besser. Jetzt ist sie gerade mit Papa und Philipp. Sie sind zu Fuß spazieren gegangen, die Lara von der Schule abzuholen. Und ich nutze jetzt die Zeit, um die Torte zu backen. Ich habe leider vorher überhaupt keine Zeit gehabt. Ich habe auch Ballons und so für sie bestellt. Ich zeige euch mal. Also ich habe sie noch nicht aufgepustet, aber Ballons. Da drinnen ist ein Donald Duck Ballon. Die Luisa hat ja sich eine Donald Duck Torte gewünscht und auch so das Motto Donald Duck, deswegen, ja, schauen wir mal. Ballons habe ich auch noch so gekauft, das sind eine Nummer 4 und ein paar andere Ballons muss ich dann auch aufpusten, aber zuerst mache ich mich mal an die Torte. Schauen wir mal, ich werde ein bisschen was experimentieren. Ob ich das schaffe, das wird sich dann zeigen. Also ihr werdet das sehen. Ich bin so doof, ich habe jetzt vergessen, die Kamera einzuschalten, die war voll fokussiert. Okay, ich bin aber schon mit dem Anrühren des Teiges fertig. Ich kann es euch gern verlinken. Das ist von Sally. Einfache Geburtstagstorte. Mega gutes Rezept. Also ich bin begeistert. Ich habe übrigens dieses runde Ding da von Ikea genommen. Das ist jetzt mein Back... Also in dem backe ich jetzt die Torte aus, weil ich möchte so eine Kuppel, da ich ja einen Donald Duck Kopf machen möchte. Deswegen mal schauen, wie es wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Mein Kuchen ist fertig. Schaut mal bitte, wie schön der ist. Das sind sogar... Ich setze mich lieber hin. Stört im Hintergrund. Das sind Zuckerstreuseln drinnen und das soll ja der Donald Duck Kopf werden. Ich überlege nur gerade, wie ich es am besten mache. Ich möchte nämlich den schneiden. Zweimal. Ja, zweimal schneide ich den. Sehr jetzt tricky. Schauen wir mal. Gerade ist das sicher nicht. Ich habe eigentlich so einen Schneider, aber ich habe ihn weggeschmissen. Ich habe ihn nie verwendet. Oder ich hatte einen. Das heißt. Schau mal, der ist bunt innen drin. Siehst du? So. Ein bisschen schief geschnitten. Das ist egal. Und jetzt kommt da drauf, ich überlege gerade, was mache ich zuerst? Schau mal, muss schauen, wie Sally das gemacht hat. Zuerst. Wie soll ich das vergessen? Aha. Sie hat zuerst Marmelade genommen. Das ist Erdbeermarmelade, oder? Etwas Creme. Mögt ihr Erdbeermarmelade? Hat man das serviert? Sicher. Ja. Schon mit mit Ganache eingedeckt. Ist ein bisschen schief, aber im Gesicht ist ja auch nicht perfekt. Also ich habe hier auch einen Donald Duck Hut gemacht. Den habe ich dann noch. Den habe ich übrigens aus diesen Schokoküchlein. Ich habe es einfach wie so ein Cakebox zerkleinert und mit Marmelade. Und ich
Ich werde ihn, glaube ich, ein bisschen einkühlen. Das Gefrierfach. Nur just a little moment. So. Und jetzt geht's hier. Jetzt werde ich hier über diesen Donald Duck Kopf, diese Fondant-Decke drauf. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich das schaffe. So, meine Lieben, schaut mal, der Donald. Wir haben ein bisschen herumgepfuscht. Hier unter, drunter ist ein Karton. Anders ging es nicht. Wir mussten hier ein bisschen uns behelfen. Ich bin jetzt auch nicht Konditormeisterin. Der Baba, also die Kamera ist ausgegangen, weil der Akku leer war. Währenddessen hat der Baba, ich hatte so ein Loch reingemacht, der Baba hat dann nochmal so ein doppeltes langes Loch reingemacht. Ich hatte dann kurze Zeit Panik, weil wie man sehen kann, kann man hier unten, der Kuchen ist komplett offen. Ja, wir haben es jetzt irgendwie gerettet. Ich hoffe, die Luisa ist nicht böse. Wir haben schon Späßchen gemacht. Papa, Mama, warum bist du die Tante nicht so schön? Hey, aber ich habe mir Mühe gegeben. Ich hoffe, das zählt auch. Na sicher. Die Torte kommt jetzt in den Kühlschrank, meine lieben Donald. Bin gespannt, was die Luisa sagt. So, meine Lieben, da die Michelle ist auch von der Schule zurück und jetzt können wir endlich feiern. Ich zeige euch mal, wir haben alles vorbereitet. Die Geschenke, die Donald Duck Deko und die Torte. Und die Luisa ist ganz gespannt, die hat noch nichts gesehen. Luisa! Die andere auch. Warte. So, Luisa, komm, setz dich auf deinen Platz. Wo ist sie? Komm. Wir fangen an zu singen und jetzt. Nein, lass sie doch. Was? Ist das schön? Ha? Ah, mein Jäschen, komm. Hast du gesehen? Wo ist hier? Ja, gefällt dir das? Schau dir das an. Schau dir das mal an. Gefällt dir auch den Ballon, so ein Attack-Ballon? So, wir singen jetzt für die Lisa, okay? Lisa, wenn du dann. Wenn wir fertig sind, musst du dann pusten, okay? Ja. Nicht jetzt. Wenn wir fertig sind. Ja? Okay, eins, zwei, drei. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Luisa. Happy birthday to you. Schon die Lucy hin. Happy birthday. Alles Gute, mein Jäschen. Alles Gute, mein Pust, ich wünsche dir was. Nochmal. Nochmal. Isabel, bravo. Magst du Geschenke aufmachen oder Torte essen? Geschenke. Okay. Ich habe gewusst, Geschenke. Unbedingt. Dann mal weg. Das sieht schon mal gut aus. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Timmy Chef schon wieder. Irgendwas Kleines. Was ist das, Lisa? Ein Babybrei, ein Milch. Ja, sogar Milch drin, ne? Kau und Babybrei. Ich hätte gedacht, das ist Babymobil. Was? Babybrei. Okay. Und jetzt machst du die nicht. Ja, ist Karottensaft. Sorry. Oh, das ist schwer, ne? Wow. Oh mein Gott, was ähnliches hatten wir schon mal. Das ist ein Brettspiel mit Anziehen, Mädchen anziehen. Ja, anziehen. Das kann ich nicht. Das hast du auch mal früher gespielt auf Papier. Oder? Wie spielen wir denn das da? Oh, ich habe das geliebt. Das war mein Gott, was ist das? Was ist das? Ich
Regenbogen. Crazy. Hey, wie kann man dieses malen? Ja. Da gibt es zwei davon, da kann ich und Luisa machen. Kann man das auch denen wieder abwaschen? Ja. Next. Mit deinem Haus oder was? Irgendein Buch. Wow, vielen Dank. Ja. Oh, Papa John. Wow. Er hat das perfekte Geschenk. Lisa liebt Paw Patrol, oder? Was machen wir denn? Sie schaut Paw Patrol Tag und Nacht. Ich glaube, der Mann. Sogar nach. Sie lebt sie nicht, schaut den Paw Patrol. Nein, der Mann! Wow! Wow. Mit 100 Sticker! Mach mal auf! Spoiler-Alarm! Ich hab's gewusst! Mama, ich hab's gewusst, das ist was für mein. Popolino. Cool. Was hast du dort? Und die Torte, den Schnabel. Schnabel ohne. Nee, sei kein Hater, das hat urlang gedauert. Eine Babybahn! Die Luisa, Lara ist so richtige Hype-Maus. Ich wusste schon, wenn ich bei Babyplatz das kauft, habe ich auch ein Baby. Das ist, die kann man, mit der kann man schwimmen. Hey, das haben wir auch. Was ist los mit euch? Danke, Michelle. Oh! Oh! Die Lara. Playmobil? Ihr seid so hier. Ich hab gewusst, dass ihr ein Playmobil habt. Ihr seid so. Hey! Gefallen dir deine Geschenke? Krieg ich einen Kussi? Krieg ich auch Cousin? Im Papier. Oh, das ist schön. Magst du ein Stück von Donald Duck probieren? Ja, super. Die ganze Mühe. Aber ich will ein bisschen Torte. Ist noch ein bisschen Torte? Nicht? Was willst du machen? Geh mal was essen und du mal später Donald Duck Torte essen. Mama, immer so mit Mama, immer an meinem Geburtstag durfte ich immer was aussuchen. Donuts oder Genesis. Und dort habe ich noch ein Baby, noch ein Schwalbi und noch zwei Hunde. Sind die Sachen schon dabei? Ja. Schau mal, Lisa, wir können das auch tragen. Cool. Ja, zum Spielen. Alle Masken drauf, Papa da, du auch. Was machst du? Die Schau mal, wer ganz selbstständig trinkt. Moment, ich bin sauer, weil ich sie nicht gesehen habe. Was machst du? Mr. Liao. Mr. Liao, komm, trink ein bisschen. Vielleicht ist das ein bisschen lang. Ja? Ja? Oh, schmeckt Litschi? Die Lara liest auch Litschi. Die Gewürze auch. Was hast du gegessen, Litschi? Du hast alles zerfetzt. Ich habe lang gesehen. Ich habe nur das Wasser genommen. Ja. Später. Das ist mein Lieblingsteller. Ja. Also das Essen schmeckt so gut. Ist also nicht so scharf, aber ja. Oh, er ist sehr scharf. Und die Mama sagt, dass es scharf ist und ich nicht. Das ist selten sowas, oder? Wir sind jetzt im Auto, die Mama und die Michelle sind noch kurz im Geschäft geblieben, die gehen kurz zum H&M. Ich glaube, die brauchen nämlich so ein Kleid für ein Foto und ab Montag ist in Österreich wieder Lockdown, deswegen nutzen wir jetzt die Chance, wenn wir sowieso da sind, diese Kleider zu kaufen. Ja, und ich bin gespannt, ob sie überhaupt was findet, wenn nicht, dann müssen wir morgen auch ein bisschen nachschauen. Vielleicht finden wir morgen dann.
Auf alle Fälle morgen wird es sehr, sehr hektisch sein, weil wenn es am Montag Lockdown ist, brauchen wir noch Adventkalender und gewisse Dinge, die danach nicht mehr kaufen können. Wir sind wieder zu Hause vom Essen gehen und jetzt wird schön mit den Spielsachen gespielt, oder Luisa? Ich meine, ja, ich liebe mein Baby. Oh, die Luisa hat heute mehr, oh, ihr Baby. Sie hat heute mehrmals gesagt, dass sie ihren Oma Geburtstag liebt. Warum hat er keinen Türschutz? Das ist ja, weil es zum Schwimmen gehen ist. Was ist denn nach Hause? Das ist halt so süß. Alle voll fokussiert. Sogar die Michelle sitzt hier am Boden. Hoppala, Philipp, was war das? Er macht Sport. Sport. Sport, die Philipp. So, meine Lieben, ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Die Mädels spielen noch schön. Playmobil. Die Michelle hilft hier mit. Sie ist hier die Playmobil-Expertin. Sie ist die Meisterin. Und die Mama, es gibt keine Anleitung. Ja, Entschuldigung. Es ist das, was wie cool ist, wenn man eine große Schwester hat. Für die Geschwister, dann weiß man, dass niemand das regelt einfach. So, ja, ich wollte Tschüss sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bleibe ja da. Ich sage das nicht nur so und tschüss. Tschüss, Mami. Tschüss. Ich habe zwar schon Tschüss gesagt, aber ich wollte noch natürlich, dass wir die Torte aufschneiden. Mal zeigen, wie es innen ausschaut, ein bisschen flexen. So. Ja, weil sie ist besonders drinnen. Schneide wieder die Torte? Ja. Also, ja! Warte. Komm, Lara. Können wir nicht beim Kopf oben aufschneiden? Bei dem Hut? Aber was mit dem Hut? Das ist ein extra Kuchen. Also ein anderer. Ich will dein Gesicht. Ein Schnabel. Gesicht. Das Ganze? Schaut's noch mit Zuckerstreusel aus, schaut mal. Hui. Schaut schön aus, oder? Ich trinke noch Kaffee. Ich mach Kaffee, ist ja gar kein Kaffee drinnen. Die Michi hat sogar mit Band. Wurst. Ist lecker? Aber jetzt wirklich, meine Lieben. Oh, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.